Hi Leute, hier ist Emma Empire Dracula 3. Wie gesagt, wurde das Video heute gelöscht. Es hat sich jetzt auch wieder geklärt. Zum Glück. Meine Freundin hat seine Klassenratsbox und hat sie es reingepackt. Und dann haben wir das besprochen, als sie unser Lehrer darauf angesprochen hat. Und ja, alles sehr gut. Mein Leben ist sehr gerettet. Dank meinen guten Freunden. Ich danke auch euch. Ja, also ich hätte bald wieder so eine. Also man kann es ja nicht Stop Motion nennen, aber so ein Video, wo Ton hinterkommt, werde ich bald wieder machen. Freue dich außerdem auf meinem Review, was ich machen werde. Ja, ich weiß noch nicht, wann es kommt. Die Puppe wurde abgeschickt, aber ich weiß nicht, wann sie da ist. Ja. Ja, also. Dann würde ich noch etwas erzählen. Nämlich, wenn meine Videos genau 1000 Aufrufe haben, mache ich ein Special-Video. Die meisten machen das ja für Abonnenten, aber weil ich weiß, dass ich niemals 200 Abonnenten bzw. 10 Abonnenten zusammengekratzt kriege, mache ich ein 1000 Aufrufe-Special. Nämlich, dann werde ich euch... ja, es gibt eigentlich zwei solche Specials. Nämlich einmal... oder sogar drei. Also einmal werde ich euch auf jeden Fall meine Sammlung zeigen. Andererseits werde ich wieder so ein Tonvideo drehen über die Liebespaare, die hier sind. Und es wird eine neue Geschichte erscheinen. A Little Party kommt dann raus. Da gehen 1000 Aufrufe. Ich danke bei den vielen, ich habe 30 Aufrufe bei A Little Party. Es freut mich echt megamäßig. Ja, ich habe halt 6 Abonnenten und dem möchte ich auch ein bisschen was bieten, deswegen mache ich dieses 1000 Aufrufe Special. Ich kann euch jetzt mal meine Abonnenten sagen. Mein Abonnent ist einmal Sophie8015. Sorry, wenn es falsch ist, weil du sprichst es ja manchmal anders aus. MH Claudine Wolf, Vicky Müller, Uyulala 01, Fussel 69 und das andere weiß ich nicht. Hat nicht gepostet. Ja, bei Uyulala weiß ich was, weil sie es unter die Comics geschrieben hat, aber sie postet auch nie Abos, deswegen. Ja. Also Leute, dieses Special kommt raus. Ich wollte euch das nur noch kurz sagen. Und wenn ihr Glück habt, zeichne ich noch was für euch. Ich habe mir gedacht, vielleicht zeichne ich ein Bild von Rebecca. Wie findet ihr das? Schreibt es doch in den Kommis. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch eine andere zeichnen. So, mit Vorlage, ne? Ich meine die Person nicht selber, die werden bei mir mit Kruppel. Ich kann ja... Ach, schreibt einfach noch die andere Person in die Kommis. Dann male ich erstmal Rebecca und dann könnt ihr die andere Person, außer Jungs. Da habe ich keine Vorlage für. So Leute, vielen Dank für alles. Habe ich ganz sehr lieb, eure Emma Jackie Lara 3 und danke für die guten Tipps. Bye!